Ja, Hallöchen! Endlich ist es soweit. Der Konrad kann endlich South Park, The Stick of the Truth, spielen. Herrlich. Ich habe vorhin schon mal kurz reingeschnuppert, nur um die Steuerung mal abzuchecken. Das Ganze ging ungefähr nur 2 Minuten und ich habe schon so viel gelacht. Ich freue mich richtig. Fang mal ein neues Spiel an. Durch neues Spiel starten, bla. Ja. Also die ersten 2 Minuten haben mir schon richtig Spaß bereitet. Und ich freue mich so auf dieses Spiel. Deep in the lands of Zarad, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive, as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls, as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For 1,000 years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the drow elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid before the drow elves can manipulate his man and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. South Park! Ja, dann machen wir uns mal, beginnen wir, das Universum zu erobern. Ja, wie sieht der Konrad wohl so aus? Der ist ein bisschen grau, ne? Ich nehme einfach das typische Bleichgesicht mit dem 80er-Jahre-Schlüpper. Wunderbar. Frisurentechnisch, ich habe ja schon mal reingeschnuppert. Ja, da kommt der mir am nächsten. Jo. Klamotten. Was kriegt denn der Konrad für Klamotten? Also mein Klamottenstil ist da gar nicht so richtig dabei. Deswegen geben wir dem jungen Mann doch so richtig schöne Noob-Klamotten. Aber dieses Gelb gefällt mir nicht so. Das Grün ist doch schön. Grün und die Hose, die Hose, die Hose. Was kriegt denn die Hose für eine Farbe? Huch, ich wollte das doch. Hose. Ach, sekundär ist dann Hose, oder? Ja, sekundär ist Hose. So eine pinke Hose. Eine weiße Hose. Ja, das ist jetzt... Ich will ja gut aussehen. Ich will ja gut aussehen, aber... Naja, wird sich eh noch ändern, vielleicht, das Äußere im Laufe des Spiels. Deswegen lassen wir das so, machen weiter. Ja, was hat denn der Konrad für eine Hackfresse? Da gibt's ja viele schöne Auswahlmöglichkeiten, was wir dem Konrad hier für eine Hackfresse verpassen können. Ja, da bin ich aber ganz pragmatisch eher der Typ für das schlichte, einfache. Weil das wirklich Wichtige für Konrad kommt ja erst jetzt. Das ist die Brille, ne? Die Brille. Da müssen wir eigentlich gar nicht lange überlegen. Das wäre so eine getönte Brille. Und das wäre die normale. In schön schwarz. Ja, dann sieht der junge Mann ja fast schon aus wie ich. Nur ohne Bart. Mach mal weiter. Und beginnen das Abenteuer um den Stab der Wahrheit. Was ist das? Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him?
They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, Hun, you all dressed? Nein, bin nackig. Hey, champ, how do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right. Get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Tolle Eltern. Neue Quest, der Neue in der Stadt. Ja, das Laufen habe ich ja schon mal geübt. Finde ein paar Kinder, mit denen du spielen kannst. Na dann. Um Türen und Behälter zu öffnen oder Objekte zu aktivieren, schaue in ihre Richtung und drücke die Leertaste. Leertaste. Ja, toll. Wunderbar, ich bin begeistert. Lege Gegenstände im Lager ab oder verkaufe sie, wenn du sie nicht herumtragen möchtest. Ja, ich habe aber nichts. Ach, hier kann ich Zeug ablegen. Das ist quasi meine Bank. Die Bank. Was haben wir hier denn noch? Den kann man aufmachen, habe ich vorhin schon entdeckt. Supi, Baseballkarten und 50 Cent. Mein Goldfisch. Hallo, Kuckuck. Spiel mit mir. So, wenn das hier kein Product Placement ist, dann weiß ich ja auch nicht, ne? Sehr verdächtig. Hier in dem Zimmer gibt's, glaube ich, nicht mehr. Da war ich ja schon mal. Und der zweite Raum, in dem ich schon war, hier war abgeschlossen. Das weiß ich ja schon. Und der zweite Raum, in dem ich schon war, ist der hier. Und da hatte ich schon richtig Spaß. Viel weiter war ich aber auch noch nicht als in diesem Raum. Hier gibt's nicht viel zu entdecken. Da ist die Dusche. Kann man duschen. Oh, ich werde nass. Ich hasse Wasser. Ich hasse Wasser. Ja, Moment, mach mal aus. Das geplätschert, das... So, das Highlight zeige ich euch gleich. Küchenschränkchen, ein rostiges Rohr und ein alter Schwamm. Nehmen wir mit. Also ich habe auch schon festgestellt, überall, wo so ein gelber Knopf ist, da kann man was aufmachen. Das ist gar nicht blöd, dann läuft man nicht so sinnlos überall hin und guckt nach, ob man da was machen kann. Jetzt kommt das Highlight von vorhin, als ich mal reingeguckt habe. Und ich hatte Spaß. So. Bis dahin. Und dann dachte ich... Hä? Was? Ja, da kam nur heiße Luft. Und da ich ja sowieso der superschnelle Tastendrücker bin, vorhin habe ich ziemlich viele Versuche gebraucht. Ich probiere es für euch jetzt ein bisschen zu beschleunigen. Radarada, drück doch schneller! Ha, auf Anhieb! So, so weit, so gut. Aber dann. Halt, hab ich's nicht geschafft! Oh, verdammt, ich hab's nicht geschafft! Ich hab's wieder nicht geschafft! Oh nein! Dauert das jetzt wieder so lang wie vorhin? Drücken! Jawoll! Ja, erstes Erfolgserlebnis! Hier gibt's was zu mitnehmen. Na, einmal Klumpen Scheiße. Herzlichen Glückwunsch. Ich wollte den eigentlich nicht mitnehmen, aber... So, das war dann der Punkt, an dem ich vorhin dann auch aufgehört habe. Weil ich dachte, das ist jetzt ja schon so lustig. Und die Steuerung ist ja nicht allzu schwer. Also alles, was uns jetzt erwartet, ist für mich auch absolutes Neuland. Das war mein Zimmer. Dann gehen wir jetzt die Treppen runter. Guck mal, was es da so gibt. Aha, Papi mit dem Handy. Hallo, Papa. Papi. Come on, son. Get out there. Make friends. Papi. You're really gonna go outside with that hair? Nette Eltern. So you realize that your hair looks like that?
Autsch! Ach geil, Papa verprügeln. That's enough! Yeah, wollte ich schon immer machen. Autsch! Einmal in die Weichteile. Ach, da ist ein gelber Griff. Perücke mit Zöpfen. Schick. It wasn't a request, it was a command. Now get out there and make some friends. Hallo? Das war nicht nett, Papi. Aber die haben doch mir erzählt, dass sie mir irgendwo Geld hingelegt haben. Will you go out and be a kid for Christ's sake? Okay. Ich scheine zu Hause wohl sehr willkommen zu sein. Naja, dann wird's hier draußen wohl auch weitergehen. Ich sehe eine Tasche da hinten. Wie komme ich da hin? Weg mit dir! Kann ich auch springen? Nee, springen geht nicht. Wie komme ich an die Tasche? Tasche! Komisch. Scheint nicht zu gehen. Naja. Kann man hier Briefkasten gucken? Dir wurde eine Quest aufgetragen. Drücke J, um deine Questübersicht zu öffnen. J. Der Neue in der Stadt. Deine Eltern und du seid gerade erst nach South Park gezogen. Sie möchten, dass du rausgehst, um Freunde zu finden. Ziele. Gehe nach draußen und finde ein paar Kinder, mit denen du Freundschaft schließen kannst. Ja, machen wir das mal. Gelber Griff, gelber Griff. Aha. Und, gelber Griff? Ja, gelber Griff. Surferperücke und Geld. Ja, wunderbar. Geld ist immer gut. Und die Perücken? Mit denen kann man wahrscheinlich später sein Äußeres verändern, ne? Schneemännchen. Spannend. You shall die by my Warhammer, Drow-Elf. I banish thee to the forest realm. That way I banish you first. Haha, you can't hold out much longer. Help, somebody. I can't hold out much longer. Help! Hallo? Klicke einen Feind mit links an, um ihn anzugreifen. Wer ist denn der Feind? Der hier mit den langen Ohren. Hey, no fair. That's cheating. I'm gonna tell my mom. Thanks, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Erster Freund, Butters. Ein Paladin. Ich bin ja ein bisschen World of Warcraft geprägt. Paladine habe ich allerdings nie gespielt. Das waren früher immer so die... Now that we're friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The Wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Aha. Aber ich sehe da oben was. Das will ich haben. Haben will, haben will, haben will, haben will. Was ist das? Folge Butters. Naja, gut. Hey, where are you from? Aus Deutschland. Where did you live before moving here? In Deutschland? Do you like Colorado? Super. Why are you wearing your hair like that? All hail the Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Ich schau mir nun sein Königreich an. Darf ich mich jetzt hier frei bewegen, Herr Zauberer? Ich tarne mich gut mit dem Teppichboden, merke ich gerade. Lustig. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Hallo, Miss Cartman. Die spielt auch mit dem Handy. Schreibt die mit meinem Papi? Hallo? Don't talk to her. She's not part of the game. Ah, okay. Fernseher. Jo. Aber eine Schublade ist immer gut. Böser Cartman Spitzbart. Cartmans Garagenschlüssel. Geld und... Was ist denn das? Keine Ahnung. Nimm mal mit.
Ein epischer Gegenstand. Wie komme ich denn in mein Inventar? Auf I? Ja! Wo ist denn der Bart? Den hätte ich mir jetzt gern angelegt. Da ist er. Anlegen. Ja, ist zwar nicht so wie mein richtiger Bart, aber... Naja, sieht aber scheiße aus, oder? Der sieht doch scheiße aus. Den will ich nicht. Ablegen. Wir sind ja Kinder, ne? So, auf geht's, Freunde. Don't talk to her, she's not part of the game. Ach so. Tschüss, Miss Cartman. Ein Huhn mit Titten ist ja auch spannend. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Oh mein Gott. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Der arme Kenny. Das ist auch so die Nutte vom Spiel hier. Man muss immer hinhalten, wenn es ekelhaft wird. So, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe wieder nicht aufgepasst. Zauberer? You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Konrad! Konrad, der mächtige Krieger. You entered Douchebag, is that correct? Nein. Are you sure you want to keep the name Douchebag? Nein. Very well, Douchebag. You will now choose a class. Fighter, Mage, Thief, or Jew. Aha. Kämpfer wäre dann wohl der Krieger. Der Magier ist der Magier. Der Dieb ist der Schurke und der Jude ist wohl sowas wie der Priester bei World of Warcraft, oder? Also meine zwei Klassen, die ich bei Warcraft gespielt habe, war ein Kriegerchen und ein Hexenmeisterchen. Was will ich denn bei South Park sein? Ich mache ja immer gern vertraute Dinge. Schwierig. Meistens, wenn ich so Spiele anfange, zuerst nehme ich immer die Klasse des Kriegers. Ich weiß auch nicht, warum. Der wirkt mir am wenigsten verletzlich. Aber... Ach, ich weiß es nicht. Nehmen wir den Dieb. Machen wir mal was ganz anderes. Nehmen wir den Dieb. Never heard of one, but interesting. Ein weißer Dieb? Noch nie davon gehört? Hallo? Ja. Ja, ich bin ein Dieb. We welcome to our kingdom, Douchebag the Thief. Danke, Fettsack. Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Zum Weapon Shop. Wo ist denn der Weapon Shop? Neue Nachricht von Butters. Kaufe eine Waffe von Clyde. Wer ist Clyde? War das der Diabetiker oder der... Der hier wahrscheinlich, ne? Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Ich möchte was kaufen. Eine Waffe. Ja, was habe ich denn hier für Auswahl? But don't let it bother you that there's a game to be played. Was? Habe ich so viel Geld? Ja. Kaufen. Vorschau? Oh, herrlich. Kaufen. Ah, a lovely purchase. Ja, danke. Du hast deine erste Waffe gekauft. Drücke I, um auf dein Inventar zuzugreifen und sie anzulegen. Schurkendolch. Anlegen. Tada! Ah, you have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde.
What? Kick Clyde's ass, New Kid. What I do? I'm the King, Clyde, and the King wishes to be amused. Go on, New Kid, kick his ass. Yeah! I'm gonna kick your ass. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Okay! Klicke mit der linken Maustaste, um eine Aktion auszuwählen. Ja, was habe ich denn hier für eine Auswahl? Schurkendolch! Benutze Schurkendolch mit Saftsacknase. Na? War's das schon, oder was? Oh my god, it sputters all over again. Okay, look, try putting your back into it at the last possible moment. Ich versteh's nicht. Und dann, wenn deine Waffe blinkt, klicke mit der linken Maustaste, um anzugreifen. Wenn meine Waffe blinkt? Wo blinken die? Hier oder hier? Da blinkt doch nichts. Ach, jetzt. Oh. Zack. Jetzt habe ich's verstanden. Und nochmal. Ah. Zack. Try again. Focus right before you strike. Okay. Ich nähere mich meinem Ziel. Kick? Yeah. Oh, hell yeah. Clyde's your bitch. All right, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Okay. Wenn deine Waffe blinkt, klicke mit der rechten Maustaste für einen Machtangriff. Oh shit, dude, I think I see blood. Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bowels. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bowels. Klicke mit der rechten Maustaste, wenn du die Anzeige zum Blocken siehst. Prepare yourself. Suck it. No, no, I said protect. Protect your bowels. Ich hab nichts gesehen. Wenn du die Anzeige zum Blocken siehst, wo sehe ich die denn? This is unblockable. Ach, ist das, no, wenn ich hier leuchte, oder was? Try again. Yeah. All right, you know what? Never mind about blocking. It's not that important. Just let them hit you. It's fine. Ich versteh's nicht. All right, it's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king, and I say it's PP. Douchebag, use your thief ability to make Clyde pay for insulting the king. Was nutze dein Gönner Fähigkeiten? Meucheln. Meucheln konzentriert sich auf den letzten Feind in einer Reihe, bewirkt schweren Schaden und bei erfolgreicher Durchführung auch Bluten. Klicke mit der linken Maustaste, wenn dein Messer blinkt, um dein Ziel zu durchbohren. I dodged that. Quit to wipe that smile off his stupid face, douchebag. Now do it one more time. Finish him. What? I was going easy. Take this. Blocken. Oh, verdammt. Blocken. Ich hab das mit dem Blocken immer noch nicht kapiert. Egal. Meucheln. Meuchel, Meuchel. Bling, bling, bling. Heck. Blocken, blocken. Warum blocken denn nicht? Ich weiß nicht, wie man blockt. Schurkendolch. You were all like, bing, and Clyde was all like, nah, nah. Okay, okay, you prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent and I shall let you see the relic. Triff Cartman in seinem Zelt. Na, und das mit dem Blocken üben wir nochmal, hä? Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. The stick of truth. Da ist er. Der Stab. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the stick of truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! Alarm! Alarm!
Someone has sounded the alarm. Alarm, alarm, alarm! What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive positions! Defensive positions? Hm, was ist los? Verteidige den Stab der Wahrheit. Hm, was soll ich tun? Hallo? Durchweg, come help us! Da lang? Man the gate! Don't let them through! Give us the stick, humans! Fuck you, Drow Elf! Come and get it! Clyde, guard the stick of truth while we defend the fortress! Aye, aye! Aye, aye! We're not playing pirates, Clyde! Douchebag, this is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all costs! Who was that for? That wasn't very nice. Butters! Butters, you're loose! Do it, douchebag! Kick these elves' asses! Blocking. You're wounded, douchebag. Potions will heal you. Here. Brauche ich noch nicht. Ja, dann kriegt erstmal der. Ach, geht nicht. Come on! Warum geht das nicht? Klumpen Scheiße. Du kannst in jeder Runde erst einen Gegenstand verwenden und dann angreifen. Sobald du angreifst, ist die Runde für dich vorbei. Verwende also zuerst einen Gegenstand. Ach, deshalb. Okay. Du sagst, du kannst eine Potion every turn. I asked for 5, but this was a compromise. This guy's fast, douchebag. Try to block all these attacks. Well, if this job doesn't work out, at least you've got a future as a training dummy. Come on, get it right. Okay, if you block all the attacks, you get a counterattack. Look at your enemy on the ground, weak and helpless. Kick the shit out of him. Ah. Awesome, you kicked his helpless ass. Now finish off these elves in the name of the Wizard King. Yeah, baby. Okay, if you block all the attacks, you get a counterattack. Ich hab's verstanden. Ich hab's weak verstanden. And helpless. Kick the shit out of him. Ich weiß, wir haben Blut. Juhu. So, jetzt. Ich will aber erstmal den Schützen da hinten ausschalten. Meucheln. Und dann kriegt hier dieser Machtkrieger eine auf die Mütze. Bam! Great job, douchebag! Oh mein Gott, bin ich gut. Sieg! Ein Luschenbogen, ein Gesundheitstrank, ein Machttrank. Geldspielzeugtruck und Terrence Actionspielfigur. Zack. Ach, muss ich dir jetzt noch helfen, oder was? Auf in den Kampf. You got this, douchebag. Kontern. Asshole! What are you waiting for, douchebag? That guy's just standing there. Go kick his ass. Schurkendolch. Ach, verdammt. Oh man, he was totally waiting for you, dude. You can't just hit him like that. Gegner in Konterhaltung können Angriffe mit Nahkampfwaffen kontern. Benutze gegen sie Pfeile oder Fähigkeiten. You need to try a different tactic to damage him. Look at that archer hiding behind his friend like a wood. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch. Luschenbogen. Sweet, now you can hit the guy in the back. Go for the pink mist. Come on, fight. Ha! Motherfucker! Douchebag, use your arrows. Take out the archer. Do what I say or you can't play anymore. Ach, den da hinten soll ich ausschalten. Careful, douchebag. That guy's ready for your arrows now. You gotta try something else. Okay. Gegner in Reflexionshaltung können Angriffe mit Distanzwaffen kontern. Benutze gegen sie Fähigkeiten oder Nahkampfangriffe. Na, dann machen wir das doch mal. Fähigkeiten, Meucheln. Schön von hinten in die Fresse. Bling, bling, bling. Great job, douchebag. Sieg! Plus ein Erfahrungspunkt. No, kitty, fight back. That's a bad kitty. Der hat dabei Geld, einen Machttrank, ein Elfenohr und ein Spielzeugauto. Da hinten noch. Die arme Mieze. So, komm her, du kleiner Elfen.
Wicht. Dich mach mal noch. Wir sind auch zu zweit. Schild und Kontern. Shields are super weak. Just hit them with your simplest hit over and over to wear them down quickly. Okay. Schilde blocken eine Anzahl von Treffern vollständig. Benutze gegen sie normale Angriffe oder Fähigkeiten, die viel Schaden bewirken. Jawohl. Attacke. I don't think so. You can still power attack a shield. That's Bush League. Just use your normal attack so you can hit him again. Okay. Nochmal. Chaka. Ich bin noch sehr langsam, ich merke das schon. So, der Schurkendolch, aber der hier kontert doch gleich. Na siehste, habe ich doch gewusst. That's what you get for not listening. That guy's totally ready for you. Hit the shield guy. Ja, aber der ist doch tot, oder nicht? Lebt er noch? I'm telling! You don't power attack a shield. That's Bush League. Just use your normal attack so you can hit him again. Ja, und jetzt? Er ist doch schon tot. Ich habe ihn doch schon... Come on, fight. Ich bin overpowered für dieses Spiel, glaube ich. Und jetzt? I have to go to the bathroom. Hallo? Wieso geht's nicht weiter? Come on. Hallo? Was ist denn hier los? Warum geht's nicht weiter? We're still doing this, right? Ja. Würde ich ja gern, aber irgendwie... Irgendwie geht's nicht. You're not waiting on me, are you? Wenn deine Waffe blinkt, ja. Ich würde ja gern den Penner hier angreifen. Man, I could be watching TV right now. Aber dieses Spiel lässt mich ja nicht. Naja. Beend mal diese Aufnahme an der Stelle und ich versuche dieses Problem hier mal zu lösen. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und ich das hier hoffentlich gelöst habe. Bis dahin, adieu mit Ö, euer Konrad. Stop digging around. Ja, halt's Maul.